Der offizielle Trailer zu Call of Duty Rebirth Island ist da, liebe Leute. Ich will gar nicht lange dann rumfackeln. Die Premiere geht los. Motto des Tages rein. 500 Likes für den Hype zur Rückkehr von Call of Duty Rebirth Island. Es ist endlich soweit. Let's go. Come on. The more we get together, together, together. Nein, das Lied. The more we get together, the happier. Cause your friends are my friends and my friends are your friends. The more we get together, the happier are we. Welcome back to Rebirth Island. The more we get together, together, together. The more we get together, the happier. So viele Eindrücke. Was ist das für ein Lied, Junge? Bam! Junge, was für Psychopathen-Skins. Warte, Prison ist eingestürzt, oder? Oha! Warte, warte, warte. Ist der Turm weg? Da ist der Turm noch da. Aber sah es nicht gerade so aus, als ob der Turm eingestürzt ist? Das war's. Das war's, liebe Leute. Aber habe ich da nicht gerade gesehen, wie der Turm eingestürzt ist? Habt ihr das auch gesehen? Warte mal. Also hier erstmal, da war auch alles normal, aber gerade eben, vielleicht verändert sich die Map während des Games irgendwie, weil hier ist ja jetzt, sind wir ja in Prison auf jeden Fall und das ist ja das Dach, was eingestürzt ist. Hier, das sieht man eindeutig. Das ist das Prison und da ist das Dach weg. Aber es gab auch Szenen, wo das Dach noch nicht... Oh, das ist ein Prezi. Das wäre krass, wenn man mit einem Prezi den Turm kaputt machen kann. Oha! Das ist ja kein Zufall, dass das da so ist, oder? Hey, imagine. Imagine. Also wir sehen hier auf jeden Fall Rebirth noch ganz normal. Da ist ein kleiner Knicks auf jeden Fall drin. Vielleicht ist das Dach doch kaputt. Und hier ist der Turm. Und ansonsten, hier haben wir erstmal eine schöne Übersicht über die Map. Hier ist eigentlich alles relativ normal. Sieht schön aus, oder? Muss man wirklich sagen, sieht schön grün aus. Da hinten den ganzen Bums. Ich bin gespannt, schreibt mal in die Kommentare, wo ihr als erstes landet. Sieht sehr, sehr wild aus. Aber das fand ich gerade krass, dass der Turm kaputt gegangen ist. Und man sieht hier auf jeden Fall so eine kleine Delle im Dach. Da kommt man vielleicht dann besser raus. Das war manchmal schon nervig, nach oben zu kommen. Ey, geil. Sehr, 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 sehr geil. Ja, das Gras und so, das ist natürlich alles nochmal ein bisschen verbessert worden, dass man sich da vielleicht auch besser verstecken kann. Der Song ist halt der Hammer, ne? Okay. Ich find's halt, ich hab nicht damit gerechnet, dass sie so viel gleich lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe wirklich gedacht, dass die Map noch deutsch verändern. Was ist das eigentlich für ein Skin? Oh Mann, ey. Hier ist die Zipline. Oh, man kann sich jetzt auch an der Zipline selber bei der Gondel nach oben zippen. Das ist natürlich geil, dass man sich da so einklingen kann. Ihr kennt ja die Zipline, die hoch zu Prison führt. Da konnte man immer sonst nur in die Gondel und jetzt kann man sich selber hochzippen. Bam! Sind die ganz neuen Skins teilweise auch mit dabei? Oh, da gab es den Skin schon, ich weiß gar nicht. Ich verstehe noch nicht ganz, weil hier sieht das nicht so aus, als ob da ein Loch im Dach ist. Oder man sieht es nicht ganz so gut. Aber hier ist definitiv ein Loch. Junge, da mit dem Auto reinfahren. Ich werde so oft überfahren werden, ich sehe es schon. Das ist halt auf jeden Fall die größte Änderung bisher. Und hier explodiert auch irgendwas am Schiff. Und da geht einfach der
der Palm kaputt. Das ist insane. Junge, 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 Junge. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr hyped. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Der Trailer ist verlinkt in der Videobeschreibung. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Am 3. April 2024, wahrscheinlich gegen 18, 19 Uhr, geht die Season live. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao.